Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres ARA Let's Plays schon. Wir befinden uns im Krieg. Wir haben in dieser Situation aufgehört in der letzten Episode. Doch die Kriege sehen gar nicht so schlecht aus. Australien scheint vernichtet zu werden, da sie gleichzeitig mit mir und Belgien Krieg hatten und die Belgier ihre Hauptstadt schon erobert haben. Äthiopien dagegen ist ein etwas härterer Gegner, der momentan meine Hauptstadt belagert und ich habe nur einen Speerträger hingeschickt, um ihn zu bekämpfen, aber der zweite ist schon auf dem Weg. Etwas spät, aber immerhin scheinen wir die Hauptstadt verteidigen zu können. Und ich denke, das ist auch das Erste, was wir jetzt gleich sehen werden. Mein Speerkämpfer wurde auf Stufe 2 befördert. Das ist der, der hier vorne kämpft. Vielleicht hat das nochmal Einfluss darauf, ob er die Schlacht doch gewinnt. Aber er sagt immer noch, wir haben eine Niederlage in 2 Runden. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Es sieht sehr stark nach einer Niederlage aus. Nächste Runde sollte diese Einheit tot sein. Aber in der darauf folgenden Runde ist dann unser Speerkämpfer 2 auch schon zur Verstärkung da. Und der sollte es dann schaffen, diese Einheit auszulöschen. Wir müssen über das Schicksal entscheiden. Eine Stadt von Australien wurde erobert. Ja, das waren wir. Mit unserer einzigen richtigen Armee, mit einer Keilformation, die aus 2 Bogenschützen und einem Speerkämpfer bestehen. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir daraus machen möchten. Ich würde sie so gerne eingliedern, aber sie ist halt einfach auch im Weg im Vergleich zu unserer anderen Stadt. Das heißt, ich muss sie zerstören. So leid es mir tut. Sie hat auch nicht viele Verbesserungen bisher. Also ja, wir zerstören sie. Das ist das, was wir tun mit der Stadt. Und dann hat Uruapan unendlich Platz, sich auszudehnen und kein Australien mehr im Weg. Dann haben wir eine Veranstaltung. Ein Hauch von Glück. Wir müssen 3 Schmuck bezahlen, um 5 Wohlstand im Hauptort zu bekommen, die Beziehung mit Italien zu verbessern. Ich denke, da bin ich dabei. Das mache ich. Und wir haben geringe Verluste. Ja, so ist das halt. Der Rest ist egal. Und du kannst mal in Richtung... Ah, da ist noch ein Speerträger. Lauf mal erstmal hier hin, dann gucken wir weiter. Ja, ich laufe in die richtige Richtung. Wir können den Speerträger also gleich hoffentlich abfangen. Jetzt muss ich natürlich abschätzen, ob er hier hinläuft, dahin läuft oder hier stehen bleibt. Das heißt, ich laufe einfach in dieses Feld und hoffe, dass wir ihn treffen. So, wir haben wieder einen weiteren Bogenschützen in Ausbildung geschickt. Diese Schlacht haben wir verloren. Können wir uns einmal angucken. Unser Speerträger ist tot. Das heißt, die müssen jetzt nächste Runde wieder anfangen, uns zu belagern. Und Pachuca ist fertig mit dem Bau einer Bogeneinheit, glaube ich, ne? Ja, dann macht ihr einfach mal weiter. Baut mir mal weiter Bogeneinheiten. Oder sollt ihr mir einen Speer bauen? Nee, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir wirklich sicher sind vor weiteren Kriegsgelüsten unserer Gegner. Also noch ein Bogenschütze und noch ein Speerkämpfer. Da haben wir 2 Keilformationen, die mehr als ausreichend sein sollten, uns das gesamte Early Game zu verteidigen. Ansonsten haben wir nichts, was wirklich wichtig ist. Nö. Okay. Ja, ein Stadt wurde ausgelöscht. So ist es. Hier sind nur noch Ruinen zu sehen. Das war das, was Australien mal war. Das ist das, was unseren Feinden passiert, wenn sie uns Krieg erklären. Hoffentlich auch bald Äthiopien. Und ja, wir haben eine Schlacht angefangen mit denen und das wird ein Vernichten. Wir haben 21 Stärke gegen 3 Stärke. Das heißt, die werden einfach in 2 bis 3 Runden vollständig vernichtet sein. Sieg in 2 Runden. Also in 2 Runden haben wir die Australier hier vernichtet und dann auch hoffentlich ausgelöscht. Ich wüsste nicht, wo sie noch eine Stadt haben, wenn ich ehrlich bin. Wir haben jetzt ziemlich viele Seile schon gefertigt. Wir haben jetzt 3 Seile, 4 Steinwerkzeuge. Ich würde gerne einmal zu Verbesserung gucken und zwar in Mexiko-Stadt und die Werkstatt stellt Seile her. Diese Werkstatt stellt Steinwerkzeuge her. Da wollte ich rennen und dann wollte ich euch hier doch noch erlauben, 1 Holz pro Runde zu benutzen. Das können wir uns erlauben, damit ihr noch schneller die Werkzeuge herstellt. Denn je mehr wir davon auf Lager haben, desto besser und desto mehr Auswahlmöglichkeiten haben wir später auch, unsere Monumente zu bauen. Triumphreisen in dem Spiel. Die haben wir jetzt gewonnen. Die Schlacht von Mexiko-Stadt. Gott sei Dank. Deren Speerträger sind tot. Diese Einheit kann jetzt hier einfach bleiben und sich verschanzen. Mexiko kann jetzt endlich weiterbauen, ihre Wohnung. Das heißt, in einer Runde haben sie es endlich geschafft, ihre Wohnung zu bekommen. Und können dann endlich weiter wachsen. Uruapan dagegen ist jetzt schon fast so groß wie unsere Hauptstadt. Und überholt sie demnächst sogar. Aber auch hier haben wir... Ich habe doch die Wohnung nach oben schieben wollen. Naja, fangen wir jetzt an mit den Wohnungen. Und in 3 Runden können wir das Ganze dann beschleunigen mit Geld. Da ist irgendwas schiefgelaufen in meiner Planung. Und wir haben das Rad erforscht. Das ist ein ziemlich großes... Ja, Erfolgserlebnis für unser Volk, denn die Bäckerei sollten wir in jeder Stadt mindestens eine bauen. Sie ist wirklich stark und man sieht auch hier, sie bringt handwerkliche Produktion auf Bäckereien und deren Upgrades in dieser Region. Das heißt, man sollte Bäckereien in ein Cluster stellen, also einen Bäckereibezirk sozusagen bauen. Das gleiche gilt auch für Webereien, die man hier, glaube ich, freischaltet. Ja, der Weber kann dasselbe. Handwerkliche Produktion auf Weber. Das heißt, man sollte wirklich versuchen, die Dinger in eine einzelne Region zu stopfen, damit man möglichst viele Boni aufeinander stackt. Das werden wir auch versuchen. Darauf werde ich mich konzentrieren. So, die Wohnungen in Mexiko-Stadt sind fertig. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich gesagt habe, ich möchte Körbe schon mal haben. Denn die können wir hier reinpacken. Und ein Korb bringt eine ganze Stadtproduktion extra. Und das heißt, wir können jetzt hier einfach von 22 Produktion auf 24 Produktion gehen. Weil der eine Korb zwar eine Produktion bringt, aber mit all den Boni, die wir kriegen, insgesamt 2 Produktionen bringt. Das heißt, dieser eine Korb in den Wohnungen wird uns jetzt immer 2 extra Produktionen bringen. Und das heißt, wir sollten in jeder Wohnung, die wir bauen, Körbe einsetzen. Deswegen wollte ich ein paar auf Vorrat haben. Gleich habe ich ein bisschen übertrieben. Wir hätten auch einfach nur 2 oder 3 gebraucht. Ich baue jetzt ja, glaube ich, 5. Aber besser haben als
brauchen. Und wo ich gerade Getreidelager sehe, haben wir jetzt genug Getreidelager, um in jeder unserer Städte mindestens ein Getreidelager einzusetzen? Ja, das heißt, das machen wir. Und dann haben wir auch hier jetzt ein Getreidelager. In allen unseren Städten haben wir jetzt das Festmahl und das Getreidelager aktiv. Das ist das, wo ich hinkommen möchte im Early Game. Am liebsten noch vor der Bronzezeit, aber wir hatten einen ziemlich harten Start mit wenig Holz. Dementsprechend hat es ein bisschen gedauert, aber ich denke, jetzt kann unsere Wirtschaft langsam anfangen, richtig voranzugehen. Und haben wir noch irgendwas Interessantes hier rechts stehen? Nope, aber eine Veranstaltung. Ein rothaariger Mann aus dem Garmer-Clan. So, 20 Wohlstand verlieren. Das kostet uns nur Steuern und Steuern machen wir eh nicht viel. Und wir kriegen dafür Bewässerung, Streitwagen oder Handel. Ich denke, ich möchte den Streitwagen haben, weil ich schon gerne einen Stall bauen möchte, der mir dann Kutschen bauen soll. Das heißt, das machen wir. Und jetzt sollte der Streitwagen ja wirklich günstig sein. Ah, wir haben ihn schon erforscht. Wir müssen ihn nur noch anklicken, glaube ich. Oder wir kriegen ihn einfach so nächste Runde gratis. Ein sehr gutes Event. Und wie gesagt, der Wohlstand. Wir machen jetzt hier zwar nur noch 45 Wohlstand. Das macht minus 10% auf Steuern. Aber Steuern nehmen wir in der Stadt eh keine ein. Oder fast keine ein. Weil wir nur eine Steuer insgesamt einnehmen durch unsere Regierung. Also vernachlässigbarer Malus. So, wir haben ja einen Bogenschütze, der... Nee, eine Keilformation, die untätig ist. Ich frage mich, warum wir den Krieg nicht zu unseren Freunden bringen sollten, die hier in Äthiopien stehen. Das heißt, ich laufe erstmal hier hin. Dort lasse ich mich dann final heilen. Und dann kann ich mal gucken, ob ich sie irgendwie zusammenkriegen kann, hier die Speerträger. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob man die Speerkämpfer hier aus der... Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sie nicht aus den Dings wieder rausnehmen, aus der Formation, die ich hier gegeben habe. Und dementsprechend, ja, ist der Speerkämpfer jetzt darauf verdammt, einzeln und allein zu bleiben, bis wir ihn irgendwann auflösen. Aber so ist es leider. Wir haben hier was fertig gebaut. Wohnungen. Perfekt. Achso, das haben wir schon gemacht. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch einen Korb reinpacken. Aber das haben wir ja schon gemacht. Ein Handelsobjekt ist nicht verfügbar. Wir können keinen Schmuck mehr handeln mit Cesare Beccaria, also den Italienern. Warum hast du keinen Schmuck mehr für uns? Das ist traurig. Aha, Arzneimittel. Arzneimittel möchte ich haben, denn die 15 Stadtgesundheit sind wichtig, um nachher unser Wachstum vorantreiben zu können. Und ich habe noch einen Händler verfügbar. Was könnte ich hier kriegen? Baumwolle oder Wolle? Ich glaube, wir nehmen Eisenbarren, um Schwertkämpfer bauen zu können. Und dann löschen wir diese Route hier auf, bestätigen diese hier. So. Das ist unser neuer Handelsplan und... Okay, Fertigungswarteschlange ist leer. Da können wir erstmal mit anfangen. Der Keramikladen ist fertig gebaut. So nämlich. Wir haben schon 16 Töpfe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich keine weiteren Töpfe hier bauen. Wir brauchen ein Rad. Das muss ich demnächst irgendwann anfangen zu fertigen. Ich werde jetzt hier erstmal anfangen, ein paar Ziervasen zu bauen. Ich denke erstmal 3. Wir haben Bildhauermaterial. Den kannst du auch mit reingesteckt werden. Wir haben... wie viel Vermögen ist es hier? 10 Gold gegen 200. 5 Gold gegen 100. Ja, das ist ganz in Ordnung. So können wir es machen. Und dann baue ich erstmal Ziervasen. Die können wir nämlich auch in unsere Wohnung packen und dann bringen sie dort auch wieder Boni. Wir werden ja demnächst schon unsere zweite Wohnung haben. Ich glaube, hier kann man Ziervasen reinpacken. Oder war das hier? Oh, die teilen sich den Platz mit den Körben. Die Körbe sind mir tatsächlich wichtiger als die Ziervasen. Dann ist, würde ich sagen, Kommando zurück. Keramikladen, du stellst mir einfach unendlich viele Köpfe her und keine Ziervasen. Yep. Und du darfst dafür auch Materialien benutzen und das Bildhauermaterial brauchst du dafür nicht benutzen. Ich denke, damit kann ich leben. Da müssen wir natürlich ein Projekt wählen. Was möchten wir haben? Eine Bäckerei will ich unbedingt haben. Aber ich muss auch eigentlich mich erstmal darum kümmern, dass wir vielleicht mal endlich unseren Wald abbauen. Habe ich nicht dieses Gebiet hier annektiert irgendwann? Habe ich mich verklickt? Wollte doch das Waldgebiet haben. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Natürlich ärgerlich. Absolut nicht das, was ich wollte. Dann kann ich wohl noch nicht anfangen, Sägegruben zu bauen. Was haben wir denn hier gebaut? Wir haben hier, das sieht sehr nach Handwerk aus. Das sieht auch Industrieviertel aus. Dann machen wir doch erstmal noch irgendwas Industriemäßiges da unten mit rein. Den Küstenplatz. Gut, wir haben noch 3 Felder frei. Was möchten wir denn haben? Ich hätte gerne eine Bäckerei. Bäckereien sind immer ganz angenehm, sind aber stark, wenn sie zusammen sind. Drogerie. Die Gärgrube. Ich glaube fast, wir könnten die Gärgrube da ganz gut gebrauchen. Oder die Metzgerei vielleicht. Wir könnten alles wirklich gut benutzen. Steingruben werden auch endlich mal angebracht, damit wir mehr Materialien herstellen. Ich denke, eine Steingrube ist es tatsächlich. Wir werden eine Steingrube bauen hier hinten in diesem Wüstenbereich. Hier, auf das Kupfer. Perfekt. Und dann können wir in 3 Runden gucken, ob wir dann endlich uns in dieses Holzgebiet expandiert haben. Das wäre natürlich schön. Und ich kann natürlich noch einen weiteren Siedler bauen. Aber ich frage mich, ob ich einen Siedler brauche oder ob ich einfach Addis Abeba einnehmen möchte. Wobei, sie haben jetzt hier tatsächlich 3 ziemlich starke Armeen zusammengestellt. Möchte ich einen Siedler hier oben hinschicken oder möchte ich denn statt Cheha einnehmen? Da bin ich mir noch überhaupt nicht sicher. Holz hätten beide Städte. Addis Abeba wäre eine Stadt, die ich wirklich gerne hätte. Cheha würde ich gerne vernichten. Ich glaube, das wäre mein Plan. So, wir können Regionen beanspruchen.
Brocken. Jetzt haben wir ja keinerlei Druck mehr von Australien. Und hier haben wir Holz. Dann nehmen wir doch auch das Holz. Oder gibt es irgendwas, was gerade wichtiger wäre? Hier wäre nochmal Kupfer. Hier haben wir noch Gold, das ich abbauen muss. Nein, wir nehmen das Holz. Einfach weil Holz momentan unsere größte strategische Belastung darstellt, weil wir kein Holz haben. Und was ich auch vergessen habe, was wir jetzt endlich machen, ist hier unten diesen Button Straßen verwalten drücken. Und dann zoome ich mal ein bisschen raus. Man sieht jetzt hier überall diese leuchtenden blauen Kugeln. Das sind Punkte, von wo aus ich Verbindung herstellen kann. Ich frage mich gerade, warum Mexiko-Stadt hier keinen hat. Aber ich wähle jetzt die Hauptstadt Mexiko-Stadt aus und gehe nach Uruapan. Das kostet mich 20 Material. Das möchte ich gerne tun. Dann möchte ich von Uruapan nach Pachuca auch noch bauen. Das kostet mich ziemlich viel Material jetzt. Aber es ist es einfach auch wert. Dann haben wir erstmal unsere drei Städte miteinander verbunden. Und möchte ich mit Belgien meine Städte verbinden? Nein, möchte ich nicht. Und wenn, dann können sie das nämlich auch etablieren. Das heißt, nicht ich muss die Straßen bauen, sondern sie können das tun. Jetzt wird in den nächsten Runden, in den nächsten 12 Runden hier langsam ein Straßennetzwerk etabliert zwischen unseren Städten. Das kostet uns dann eben die Materialien, die ich eingesetzt habe. Aber, wie gesagt, es wird sich lohnen. Damit können wir die Runde auch schon wieder abschließen. Und schauen mal, was passiert ist. Wir haben ein weiteres Festmahl gebaut. Wir haben eine Region da oben beansprucht. Das heißt, wir machen jetzt 10 Holz pro Runde. Langsam regenerieren sich unsere Ressourcen. Belgien und ich haben uns irgendwie verändert. Australische Streitkräfte, ja, sind... es sind ja tatsächlich australische Streitkräfte. Wo kommt ihr denn her? Ihr habt noch eine Stadt gegründet hier oben. Da kommt Australien also her. Okay, aber bis ihr hier seid, schicke ich euch einfach mal hier hin zur Verteidigung. Euch schicke ich erstmal jetzt hier heilen eine Runde und dann könnt ihr Cheha angreifen. Und jetzt kann Mexiko-Stadt sich weiter ausdehnen und dann möchte ich dieses Gebiet endlich haben. Ja, das hätte ich letztes Mal schon genommen. Aber jetzt haben wir es. Drei Gebiete für... Jetzt haben wir es. Drei Gebiete, wo wir Sägewerke reinstellen können. Das werde ich auch tun. Und wir haben eine Einheit, die untätig ist. Ja, du bist fertig geheilt. Dann lauf doch mal hier hin und greif Cheha an. Wir haben noch eine zweite Einheit Bogenschützen. Jetzt sollte meine Stadt hier oben genau eine Einheit Speerkrieger bauen. In 4 Runden haben wir also unsere zweite Keilformation fertig. Darauf freue ich mich schon. Dann sind wir militärisch gesehen endlich ganz gut vorbereitet. Und hier sind wir jetzt in die Schlacht mit einer Armee, die uns abgefangen hat, eingekommen. Sie haben Schwertkämpfer. Was haben sie noch? Ah. Kann ich hier nicht so richtig sehen. Sie haben einfach nur 3 Einheiten Schwertkämpfer. Eine Niederlage in 5 Runden. Habe ich nicht mit einverstanden. Müssen wir so hinnehmen, wie es ist. Der hätte mich auch einfach weiter verteidigen sollen und nicht zu aggressiv werden. Naja, wäre nicht das erste Mal, dass ich zu aggressiv irgendwo hingehe. Ich möchte, wie nennt sich das? Sägewerk, also S. Sägewerke bauen. Und zwar ganz genau hier. Und ich denke, ich bin mir da sogar so sicher, dass ich direkt 2 Sägewerke dort bauen möchte. Und dann können wir uns darum kümmern. Habe ich gerade gesehen, dass hier noch eine... Ja, wir haben noch einen weiteren Experten verfügbar. Und den möchte ich jetzt auch gerne auf etwas stellen, was der gesamten Nation so ein bisschen hilft. Hier, die Einstadtbauproduktion. Das habe ich gesucht. Wieder eine Steingrube, 150% Ernteproduktion und Einstadtproduktion. Das ist stark, so steigern wir die Produktion in der Stadt. Und Produktion ist nach Wachstum das zweitwichtigste in jedem 4X-Spiel, meiner Meinung nach. Und Wissenschaft. Aber Wachstum und Produktion schaffen all das. Und... Kann ich die zurückziehen lassen? Kann ich irgendwas mit dir machen? Glaube nicht. Auflösen will ich auf jeden Fall nicht. Angreifen. Schade, es gibt keinen Zurückziehen-Knopf, glaube ich, oder befürchte ich. Naja, eine Veranstaltung mit Perth. Eine Beziehung, eine Dann muss ich... Ja, ich bezahle lieber Materialien als Holz. So, Perth ist jetzt loyal. Das bedeutet, sie können sich jetzt uns anschließen. Und das wäre wirklich toll, wenn ihr das macht. So, die Steingrube ist fertig. Das heißt, wir können jetzt hier auch anfangen, Steinwerkzeuge reinzupacken. Und jetzt kann ich hier auch aussuchen. Möchten wir in dieser Steingrube Materialien herstellen oder möchte ich hier Kupfer herstellen? Ich entscheide mich jetzt, dass wir Kupfer herstellen und nicht die Materialien. Denn aus dem Kupfer können wir Eisenbarren machen und Eisenbarren helfen uns dann endlich Schwertkämpfer und sowas bauen zu können. Wir haben das Segel freigeschaltet. Damit schalten wir den gesalzenen Fisch frei und vor allen Dingen auch die Docks und den Weber. Also einige schöne Dinge, die wir alle bauen möchten und dafür noch nicht genug Produktion haben. Und jetzt möchte ich, glaube ich, einfach gerne in die Richtung... Handel ist stark, weil Handelsgüter ziemlich stark sind, um den Stadtwohlstand zu pushen. Aber noch brauchen wir das nicht. Erst im nächsten Zeitalter, würde ich sagen. Dann gehe ich auf Heilige Riten, damit wir uns endlich mal mit Religion beschäftigen können und unseren ersten Altar bauen dürfen. Für mich sieht das so aus, als wenn wir diese Schlacht gewinnen würden und nicht verlieren. Aber das Spiel ist da anderer Meinung. Und das macht mich traurig. Ich habe eine höhere Stärke als die. Also, naja. Es ist, wie es ist. Einheiten sind untätig. Das bist du. Du kannst mal hier nach Mexiko-Stadt gehen und die Stadt verteidigen. Das ist deine Hauptaufgabe ab jetzt. Dann haben wir noch 5 Technologien zu erforschen. Dann ist unsere Wohnung fertig. Das heißt, hier können wir die Körbe einsetzen. Und ansonsten haben wir nichts zu tun. Im Sägewerk. Ah, ich brauchte noch Räder, hatte ich gesagt. Ich möchte noch Räder herstellen. Bau du mir mal zwischendurch einfach 2 Räder. Dafür kriegst du auch tatsächlich...
Material und Leder. Das könnte ich jetzt verbrauchen. Ja, nehmen wir das Leder. Für 5 Produkte. Nein, machen wir nicht. Sorry. Was kostet das an Vermögen? 2 Geld. 2 Geld kann ich mir leisten. Das wären 4 Geld. 4 Geld oder 3? Na, dann behalten wir das Geld. So ist in Ordnung. Jetzt kannst du uns erstmal ein paar Räder herstellen, dass wir die Räder überall in unsere Verbesserungen reinpacken können, die sie brauchen. Zum Beispiel in die Keramikwerkstatt. Und dann sollte das Ganze doch ganz gut aussehen. So, hier bauen sich unsere Straßen weiter auf. Solange ist dieses Interface jetzt noch sichtbar. So, wir haben die Streitkraft aufgestellt. Wir nicht. Moment, was habe ich? Habe ich versehentlich eine Einheit? Nein. Wir sollten doch jetzt 3 Einheiten. Ah, nee. Wir produzieren ihn noch. Okay, alles gut. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich 2 Bogenschützen hier frei stehen, falls ich hier reingucke. Ja, okay, dann können wir demnächst eine neue Keil-Formation machen. Nächste Runde. Und dann können wir den Keil auch in Richtung Cheha schicken. Ich will die Schlacht nicht verlieren. Weil ich, soweit ich weiß, kann man auch keine Verstärkung schicken. Ich probiere es mal aus, aber ich glaube, es geht nicht. Werden wir jetzt rausfinden. Ich beende die Runde. Und da ist meine Armee scheinbar doch verstärkt worden, oder? Aha! Ich war der Meinung, ich hätte beim letzten Mal es auch versucht und da hat es irgendwie nicht funktioniert. Es kann aber auch sein, dass ich einen Speer bei meinem ersten Testspiel da reingeschickt habe und vielleicht ist es deswegen nicht funktioniert. So könnten wir die Schlacht gewinnen. So gewinnen wir die Schlacht in 3 Runden. Das ist stark. Hoffen wir nur, dass sie nicht dasselbe machen und auch noch plötzlich eine Verstärkung schicken. Und der Speerkämpfer ist jetzt fertig ausgebildet. Das heißt, wir möchten ein neues Bataillon in Form Keil herstellen. Und dann machen wir das so. Und ich möchte ich in Mexiko-Stadt stationieren. Wobei, da muss ich jetzt einmal ganz kurz noch was gucken. Mexiko-Stadt hat eine Sicherheit von 50. Uruapan hat eine Sicherheit von 45. Ja. Warum habe ich mir das angeguckt? Ich mache mal ganz kurz meine Kamera hier weg. Die Sicherheit beendet die Streitkraftstärke. Hätte ich jetzt hier eine niedrige Sicherheit, würden wir einen Malus auf unsere Stärke bekommen. Hätten wir eine hohe Sicherheit, würden wir einen Bonus bekommen. Und dieser Bonus wirkt sich auf alle Streitkräfte aus, die in dieser Stadt stationiert sind. Und dementsprechend möchten wir jetzt hier ohne irgendeinen Malus oder Bonus unser Keil stationieren in Mexiko-Stadt, damit es möglichst nah an der Front direkt ist. Kostet uns 3 Nahrung pro Runde, aber Nahrung haben wir ja seit Anfang an mehr als genug. Und dann möchte Pachuca ein weiteres Gebiet haben. Und ich denke, ich mache hier weiter in dem Kampf gegen das Heilige Römische Reich und verteidige hier dieses Holzfeld auf jeden Fall. Frankfurt wird uns gehören. Und an den Regionennamen seht ihr schon, wir sind schon in den Regionen angekommen, die jetzt durch das Heilige Römische Reich benannt werden und nicht mehr durch unser Mexiko. So eng aneinander siedeln wir also. Und in 2 Runden ist der Krieg hier auch schon vorbei mit Cheha. Dann haben wir unsere Nation verteidigt. Dann läuft seinen Kriegsgrund ab. Und wir haben eine neue Nation getroffen. Hier ganz hinten, hinter Belgien. Wir haben den ersten Kontakt. Dort wohnt Venezuela. Verrückt. Wir sind neutral. Das kann auch bitte so bleiben. Ich möchte nicht noch mehr Feinde. Nicht noch mehr Feinde. Ja, Pachuca kann dann auch direkt anfangen, etwas Neues zu bauen. Ich brauche mehr Kornspeicher, damit wir die Möglichkeit haben, hier unsere... Oh, wir brauchen nicht mehr Kornspeicher. Wir brauchen genau richtig Kornspeicher. Das ist perfekt. Holz ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Wir könnten mal über Steingruben nachdenken. Wir könnten über so vieles nachdenken. Wir können auch mal hier reingucken, was wir an Ressourcen haben. Ich glaube, ich möchte Trauben haben. Oder möchte ich den Weißwedelhirsch haben? Wir nehmen das Jagdlager, weil Jagdlager auch Geld bringen. Und Geld ist immer gut. Und wenn man nicht weiß, was man machen soll, nimmt man das, wofür man Geld bekommt. So, habe ich gerade was gesehen, was ich übersehen habe. Ich glaube, wir hatten hier oben irgendwo ein neues Goodie hat gefunden. Aber ich wüsste gerade nicht, wo. Naja. So, der Hof ist verbessert. Das heißt, wir können einen Flug reinpacken. Hätten wir einen Flug? Da bin ich nicht vorbereitet. Das heißt, ich muss jetzt in irgendeiner meiner Werkstätten ganz kurz. Besserung. Welche meine Werkstätten? Du stellst momentan Räder her. Das ist auch in Ordnung. Wir müssen das in Mexiko-Stadt machen. Mexiko-Stadt, die Werkstatt. Die darf jetzt mal ganz kurz noch einen Flug vorne reinhauen. Oder wir machen einfach direkt 2. Ich werde kein Geld ausgeben, sondern jetzt Pferde, denn die Pferde habe ich ja. Und dementsprechend ist der Flug jetzt sehr günstig für uns geworden. Dann haben wir erstmal wieder 2 auf Vorrat und dann kann er weiter Seile fertigen. Und ich denke, das ist ganz in Ordnung so. So, zurück zur Karte. Und ansonsten ist hier nichts von Interesse. Eine Stadt ist untätig, das ist wichtig. Uruapan. Das hier wird ja auf jeden Fall ein ziemlich abbaulastiges Gebiet. Hier muss auf jeden Fall... Warum kann ich da nicht raufklicken? Weil ich nicht auf Zonen bin. Jetzt da wieder raufdrücken. Da muss auf jeden Fall eine Steingrube rauf, damit wir die Möglichkeit haben, das Gold abzubauen. Ich denke, das Gold wird uns dann richtig Geld bringen. Darauf freue ich mich. Und das alles wird hier in Richtung Industrie bzw. ja, Materialabbau entwickelt werden. Und mit der letzten Runde des Krieges tun wir euren Truppen nochmal richtig weh. Das Bataillon hat mit seiner Musterung begonnen. Das heißt, wir haben bald unser zweites kampffähiges Bataillon eingesetzt. Und da ist der Krieg vorbei, noch bevor die Schlacht beendet war. Wir haben jetzt Missionare, den Kodex und Altare freigeschaltet. Und ich möchte auch möglichst schnell Altare bauen. Und wir gehen jetzt weiter hier in die Gerberei oder in Richtung Weberei, damit wir Möbel oder Teppiche herstellen können für unsere Wohnhäuser. Nein, wir gehen in den Handel.
Wenn es die ersten zwei nicht sind, ist es das dritte. Der Krieg ist ergebnislos. Ich würde sagen, es ist kein ergebnisloser Krieg. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Er hat uns den Krieg erklärt und wir haben nichts verloren. Das ist für mich immer ein klarer Sieg für mich. Ist meine Einheit, ja, der Keil. Ah, ne, hier. So, der Keil, der darf in diese Stadt und Uruapan verteidigen. Wenn sie dort angekommen sind, können sie sich dann auch heilen. Und das Sägewerk ist fertig. So, die Sägewerke brauchen auch Steinwerkzeuge. Und was kriegen sie auch? Kein Zahnrad. Okay. So, jetzt sehen wir hier, die produzieren jetzt richtig schön Holz. Und das wird auch immer mehr, weil wir bauen ja gleich zwei Sägewerke auf einmal. Das heißt, Holz sollte... Eigentlich ist jetzt gar keine dieser Ressourcen wirklich ein Problem mehr. Haben wir hier eigentlich die Wohnung fertig in Uruapan? Ja, das heißt, Uruapan ist auch am Wachsen. In Pachuca müssen wir nach dem Jagdlager auf jeden Fall daran denken, auch Wohnungen zu bauen. Das Jagdlager dauert ja schon verdammt lange. Muss ja unbedingt was tun, wie Produktion anzukurbeln. Hier ist noch ein Gebiet frei in unserer Hauptstadt. Das ist gut. Das heißt, ich baue hier die Wohnungen rein. Und ich möchte die Wohnung gerne vorne haben. Das ist dann ziemlich zeitnah fertig mit dem Wachstum. Und dann passt das alles ganz gut zusammen. Dann müssen wir uns darum kümmern, dass die Produktionsraten hier steigen. Was wir sozusagen mit Wohnung tun. Wir können ja einen Korb in die Wohnung stecken. Und dann steigt auch die Produktion wiederum ein. Aber ich denke, mit dem Krieg beendet und den Australiern hier oben irgendwo, haben wir eine recht erfolgreiche Episode geschafft. Und unser Volk jetzt wieder in Richtung wirtschaftliches Wachstum gelenkt und den Krieg hoffentlich erst aus unseren Landen verbannt. Also unsere beiden Armeen, die wir jetzt gleich haben, werden Uruapan, Mexiko-Stadt und irgendwann werden wir noch eine dritte Armee, die Pachuca und unsere demnächstige vierte Stadt irgendwann verteidigen. Dann können wir uns erstmal darum kümmern, wirklich zu wachsen. Alle unsere Warenketten auf Vordermann zu bringen, denn das ist jetzt ja ein bisschen untergegangen während des Krieges. Und da ein bisschen zu min-maxen. Und das alles ist das Thema der nächsten Episode, deswegen schaltet wieder ein. Bis dahin, euer Mische. Let's go back to the beginning. There. The world untouched.